Ein Mehrnutzungskonzept verbindet verschiedene Qualitäten an Umweltleistung auf der landwirtschaftlichen Produktionsfläche. Das heißt, wir integrieren zum Beispiel den Klimaschutz, wir integrieren Hochwasserrisiken oder wir integrieren den Gewässerschutz in die landwirtschaftliche Produktion. Und damit ist für die Landwirtschaft der Erhalt der landwirtschaftlichen Produktion gewährleistet. Und gleichzeitig bekommen die Kommunen eine kostengünstige und hocheffiziente Leistung durch die Landwirtschaft gestellt. Der Ingweiler Hof ist ein landwirtschaftliches Unternehmen, das seit 1951 ein Seniorenheim mitbetreibt. Dieses Seniorenheim musste 2001 wegen den gesetzlichen Veränderungen erneuert werden und dadurch hat sich auf dem landwirtschaftlichen Betrieb sehr viel verändert. Die Zusammenarbeit auf dem Betrieb von Herrn Schönback war sehr positiv. Die Kommune ist auf ihn zugekommen, da sie eine Ausgleichsfläche benötigten. Und in Zusammenarbeit mit Herrn Schönbeck hat sich dann ergeben, dass eine Retentionsfläche etabliert wurde, die weiterhin in landwirtschaftlicher Nutzung ist und auch weiterhin durch Herrn Schönbeck bewirtschaftet wird. Die Ziele des Projekts Munters liegt darin, dass wir Landwirte und Kommunen über ein gemeinsames Managementsystem miteinander verbinden, um mehr Umweltschutz durch landwirtschaftliche Produktion ermöglichen zu können. Das neue System fügt sich deshalb so sehr gut in den landwirtschaftlichen Betrieb ein, weil relativ wenig Zeit dafür aufgewendet werden muss. Und die Erzeugnisse, nämlich das Holz in der Heizung für die Energie, sehr viel fossile Brennstoffe einspart. Die Standardretention fügt sich in der Regel nicht in die Landschaft ein und sie muss aufwendig gepflegt werden. Hier sehen wir, dass diese Maßnahme sich hervorragend in das Landschaftsbild einbindet und gleichzeitig hier eine nachhaltige Produktion für den Klimaschutz, hier für die Wärmebereitstellung durch Agrarholzanbau gewährleistet werden kann. Wir brauchen solche Systeme, weil die Gesellschaft wünscht letztendlich eine Multifunktionalität auf den Flächen. Sie möchte gern Nahrungsmittel, sie möchte gern Energie, aber genauso gut natürlich Biodiversität und verschiedene andere Umweltschutzleistungen, wie zum Beispiel auch natürlich die Gefahren von Hochwasser oder Hochwasserrisiken zu begrenzen. Wir bauen auf dieser Fläche Pappeln an, lassen aber gleichzeitig die Einwanderung von Pflanzen und Tieren zu. Und so konnten im letzten Jahr hier über 80 Pflanzenarten in diesem Bestand gezählt werden und gleichzeitig weitere Tiere wie zum Beispiel Schmetterlinge, Laufkäfer und eine Vielzahl an Vögeln. Wir als Gesellschaft fordern von der Landwirtschaft immer eine intakte Umwelt. Dementsprechend müssen wir aber auch die Verzichtskosten, die anfallen im Vergleich zu der regional praxisüblichen Bewirtschaftung, honorieren. Musik.